Und wir haben auch wieder 3 Granaten. Sehr gut. Die Waffenkiste habe ich übersehen. Die muss ja was zu sagen haben. Sie sind oben. So, jetzt wird hier richtig aufgeräumt. Mal eine schöne Kugel hinterschieben. So, da ist nämlich gleich Ruhe. So, und das Ding hier räumt richtig auf. Wo ist noch einer? Da hinten kommen sie raus. Boah. Probier mich mal hinzulegen. Dass unsere Angriffsfläche nicht so groß ist. So, da kommen noch mehr. Da hinten sind noch einige. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt scheint hier Ruhe zu sein, wa? Wow! Eröffne das Feuer! Wir öffnen auch gleich das Feuer. So. Wow! Okay. Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Wir sind zu dritt. Kann nicht sein. Wie sollen 3 Männer das schaffen? Du unterschätzt uns. Da war eine Tür, сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти? Okay. Wir müssen wieder einen Alternativweg suchen. Die Tür ist ein paar Meter weiter hinten. Ach, hier meint er wohl. Okay. Was ist das denn? Gibt es hier Bonuspunkte? Ach, das ist hier wohl so eine Art Schießübung. Ja, der ist echt. Aber hier. Ach doch, hier geht's weiter. Okay. Nein! Och, das gibt's doch nicht. Ach, vertragen wir so wenig oder was? Ich dachte, wir haben auch eine Schutzweste an oder so. Du kannst jederzeit Pause drücken. Ja, toll. Das bringt mir jetzt nicht viel. Bin ich denn jetzt wieder? Ach, schon wieder hier. Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Weil ich mich wieder zu dumm anstelle. Füll mal hier auf jetzt aber. Teelampe ein- und ausschalten. Ja, bringt auch nichts. Außer SOS kann ich damit nichts machen. Wo sind Sie? Ja, jetzt Sie macht hier mal hin. Aber ohne Scheiß. Hier, ich krieg gleich so eine Kugel. Ach, den haben wir gar nicht getroffen. Für den Scheiß. So, stürmt doch mal vor, Kollegen. Ihr macht ja gar nichts. So, da war einer. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher. Sonst sehen wir da nichts. So. Da kriechen auch noch 2. Ey, was drängt denn der uns immer weg hier mit seinen Füßen? So, jetzt aber. Stell dein MG auf. Lass sie nicht bis zum Helikopter kommen. Ach, es ging jetzt aber schnell. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn. Kann nicht sein. Wie sollen 3 Männer das schaffen? Okay. Die zählen hier wohl das Geld. Ach, Überwachungskameras. Auch schön. Ja, ich weiß, da hinten gab es einen Weg. So, jetzt stellen wir uns aber schlauer an. So, und hier kam doch jetzt auch gleich einer, der uns erledigt hatte. Haha. Hier mal keiner drin ist, dann weiß ich
auch nicht. Wow. Hab jetzt natürlich... Tschüss, wow. Das war jetzt mehr Reflex. Ich dachte, ich hab den schon erledigt. Steht da auch noch einer. Komm mal vor, du. Idiot. Der hat uns gerade geblendet. Da. Also. Jetzt sind noch mehr. So voll in den Schritt geschossen. Hoffentlich tut's weh. Wo ist der? Ach, der ist da. Da brauchst du nicht deine Knarre so reinhalten. Da falle ich jetzt nicht drauf rein, du Idiot. Hallo. So. Boah. Okay. Alles klar. Ist schon in Ordnung hier. So. Wow, wow, wow. Ach hier, Kollegen, habt ihr das auch endlich mal geschafft, oder was? Ja. Er macht schon auf. Die Hände hätten es auch getan. Ah, die sind ja voll mit Waffen. Boah, was war das denn jetzt? Was haben denn die da? Haben die einen Flammenwerfer oder was? Boah. Boah, okay. Boah, ich dachte, wir verkokeln jetzt hier. Geht jetzt alles den Bach runter. Ja, ich eröffne das Feuer. Hierher bewegen. Mission gescheitert? Was? Ach so, wir sollten wohl... Ah, wir sollten zum Heli rennen. Ah, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, den kann man abschießen. Ah, das muss man erstmal wissen. Ich dachte, der bleibt jetzt da stehen und wir dürfen mitschießen, aber nein. Wir müssen zum Heli rennen. Naja, okay. Hier war es ja jetzt nicht mehr viel. Ja, hier geht jetzt alles den Bach runter, ich weiß schon. So. Was war das denn? So. Ja, jetzt bewege mich schon so schnell ich kann. Heiliges Lieschen. Eh. So, was jetzt? Kein Sound mehr. Ach, der arme alte Mann. Ja, aber der ist für die Bomben verantwortlich. Oh, und voll in den Pool rein. So, aber wir sollten ihn ja nicht umbringen, nur lebend wieder zurückbringen. Ah, stopp! Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Ah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist... Ah! Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Ah! So. Der schweigt erstmal. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken.
Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort, oder etwa nicht. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. So, was jetzt? US-Invasion. Untersuche das Poolhaus. Was? Und wir sind jetzt allein hier als Blackburn, oder was? Ah, okay. Das ist jetzt Blackburn und er kommt jetzt direkt nach dem Durchsturm von unserem Dima hier an, den wir gerade gespielt haben. Der kommt jetzt im Prinzip danach. Ah, und findet jetzt hier diesen Mann. Mach keine Dummheit. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide, keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Das wird wohl Dima sein, den wir gerade gespielt haben. Hey! Ach so, mussten wir jetzt schießen? Ah! Immer diese Entscheidungen so schnell. Da muss man erstmal durchblicken, okay? Weil das ja... Ah, ich verstehe, das sind die Amis. Das sind im Prinzip wir. Und... Also wir jetzt, Blackburn. Die Amerikaner. Und jetzt kommen die Freunde von Blackburn an. Und wir müssen wohl die Freunde erschießen, um die Atomwaffen hier wegzukriegen. Weil die uns ja sowieso nicht glauben würden. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide, keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! Ja, ich hab doch geschossen jetzt, sag mal. Wollen die mich verarschen? Hä? Ich hab schon die Maus geklickt und es ging nicht. Hallo? Das ist irgendwie komisch. Ach. Erzähl das mal jemandem. Ich spiele hier eine Mission durch, baller Hunderte ab und dann schaffe ich es nicht mal gegen einen, der reinkommt und ich habe die Waffe in der Hand. Mann, nochmal das Ganze. Ja, ich weiß ja jetzt. Und wir können es ja auch nicht überspringen. Das ist ja... Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss. Da können wir jetzt vielleicht schießen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Ja, ich will ja schießen, aber das ging ja nicht. Ah, jetzt ging's. Okay. Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten.